So, da sind wir auch schon wieder. Wir gehen einfach nochmal in die Welt rein. Huhuhu. Frost beim Fuß und. Oh, okay. Ja. Okay, wir haben doch alle einsame Tod hier. Im letzten Part hatte ich gesagt, dass wir hier noch einen einsammeln müssen. Okay, den ist halt nicht so. Na gut, wüsste ich nicht. Kommt nie wieder vor. Naja, vielleicht schon. Ist auch egal. Also, wir gehen jetzt weiter. Wieder in diese blöde Welt da. In diese große und kleine Welt da. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie die heißt. So. Die war. Ne, hier nicht. Schwupp. Müsste hier gewesen sein. Hier sind nur zwei Türen und trotzdem verwechsel ich sie jedes Mal. So. Jetzt gehen wir mal hier rein, oder? Oh, das ist so ein weiter Weg. Oh Gott. Das Gemälde ist aber auch riesig. So. Wir müssen uns anschauen. Okay, nur den kleinen Gumball da auf dem Bild sieht man. Oh, lass mich rein. Oh. So, das war ja schon wieder ein Akt hier. Gulliver Gumba, okay. Gulliver heißt der mit Vornamen, Gumba. Und oh, wir haben den zweiten Stern gefunden. Hehe. Okay, und jetzt müssen wir nochmal die Schnapp-Piranha finden. So, zack. Oh, ich glaube, ich werde immer hier reingehen. Hier gibt es ja so viel Kohle. Hehehe. Ich rotte Gumbas aus. Ach ja. Wäre so ein schöner Name für einen neuen Part. Für den Part vielleicht sogar. Ich muss immer irgendwie suchen. Da, ich weiß das immer nie. Meistens ergeben die sich kurzfristig. Oh nein, da ist ein dicker Fisch. Der Fisch kann uns aufmampfen. Oh, ich hoffe, der kommt nicht hinterher. Ich sehe ihn nicht. Das Gute ist, ich weiß nicht. Früher hatte ich von den dicken Fischen immer Angst. Tja. So kann sich das ändern. So. Ich hoffe, er kommt echt nicht. Oh, vielleicht habe ich noch immer Angst. Oh, der ist gerade gesprungen. Ja, Dicker. Jo. Alles gut. Und auch das extra Leben. Okay. Aber wir müssen hier irgendwie mal hoch. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Ah. Der kommt. Ah, oh, schnell weg. Schnell weg vor dem dicken Fisch. Ein halber Wal. So, vielleicht kommen wir hier mit dem Wandsprung noch. Nicht? Auch nicht, okay. Schade. Das heißt, wir schwimmen mal wieder zurück. Ich will auf jeden Fall auch oben hin. So, dann gehen wir hier mal durch. Schwupp. Zack, und wir sehen. Ja, es ist wie alles. Ja, wie Feuer. So. Oh, das Teil gab ja richtig Münzen. Toh. Na gut, egal. Münzen brauchen wir noch nicht. Kommen dann später, wenn wir die 8 roten Münzen sammeln. So, und. Ich habe ja gesagt, in jedem Part. Hehe. Surfen wir eine Runde. Yeah. Okay, aber vielleicht, oh, vielleicht hätten wir doch schon ein paar Münzen einsammeln sollen und. Ah, oh, ja toll, das war eine kurze Reise. Ah, na gut. Na gut, na gut, na gut. So, ich möchte jetzt langsam wieder in die kleine Welt. Irgendwie finde ich die doch besser. So. Okay. Also, wir sehen übrigens hier die Kanone. Die haben wir auch schon geöffnet. Ah, nicht rein. Wobei, warum nicht? Wir können einfach mal eine Runde in die Kanone rein. So. Und wo fliegen wir denn jetzt mal hin? Wir fliegen mal hoch. Da oben hin am besten. Oder? Ja, doch, irgendwo da. Oh, das Teil schießen wir jetzt mal ab. Bam! Okay, vielleicht war das nicht so schlau, aber. Ah, nein. Okay, es war wirklich nicht schlau. Ah, aber da ist noch so ein dicker Gumma. Zack. Gibt Geld her. So, ich glaube, da können wir jetzt auch nicht lang. Wieso ist es denn hier so viel anders? Ich dachte immer, hier sind diese komischen Teile zum Wechseln. Und nein! Ah, nein, nein, nein! Das habe ich nicht gesehen. Ah, verdammt. Okay.
Dann werde ich jetzt einfach mal ins kleine Gemälde wieder reingehen. Oh Mann. Verdammt. Okay, und pflück die Schnapp-Piranha. Ja, super. Vorankommen wir auch nicht wirklich. So. Juhu. Mit, ah, oh, da ist ein Schnapp-Piranha. Ich weiß nicht, waren das die kleinen oder die großen? So, der erste ist schon mal tot. Gibt er Geld? Ja, nur ein bisschen. Schade. So, und bam! Tschüss! Gibst du Geld? Ja, er gibt auch Geld. Und ja, bam! Und halt, warte doch! Oh, schade. So, und der ist auch down. Ach ja. Geld, Geld, Geld. Jeder gibt Geld. Da nicht wirklich kreativ. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Und ah, da ist noch einer. Bam! Gib Geld. Und oh, er gibt nicht nur ein Geld, er gibt auch einen Powerstern. Oh, das war die Aufgabe. Okay. Tschu! So schnell geht das. Wenn man es richtig weiß. Ah, okay. So, damit haben wir auch diese Mission geschafft. Und speichern einfach mal ab. Ja, doch, klar. Und gucken jetzt mal, was die dritte Mission sagt. Die zweite haben wir ja schon geschafft. Die dritte sagt, trete noch einmal gegen Koopa an. Oh, gegen Koopa. Gegen Koopa. Sind wir schon lange nicht mehr angetreten. Und damit bin ich, glaube ich, in der falschen Welt. Aber gut, egal. Koopa war nämlich, glaube ich, in der großen Welt. Wäre ja auch irgendwie sinnlos. Was soll der hier? Der ist ja selber so groß. Wobei, das hat er nicht zu sagen. Wir sind ja normalerweise auch viel kleiner und die anderen Sachen sind größer, die man es nimmt. So, und Koopa war... Ja, wo war Koopa? Koopa? Oh, da ist Koopa. Okay. Hi, Koopa. Na, was machst du denn hier? Hey, lang ist her. Du scheinst noch schneller geworden zu sein. Hast du heimlich geübt oder liegt's an den Sternen? Beide. Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf, aber das ist meine Hausstrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Hast du Bock? Das hier liegt hinter der Bödenbrücke. Fertig? Los! Was? Wo liegt die Bödenbrücke? Oh Gott. Der verarscht uns auch. Und oh, Alter, so ein Goomba ist ja auch für fies. Und der ist echt voll schnell geworden. Oh. So. Abgehängt. Juhu. Sag uns, nimmt. Naja, doch, natürlich. Es nimmt so ein Ding mit. Und oh, Koopa. Was ist mit dem los? Oh nein, ich verliere. Oh nein. Nein, okay. Verdammt, okay. Hahaha, das war ja wohl nichts. Ah, du Lusche sogar. Meine Uroma Koopa, was? Uroma Koopa ist wesentlich schneller als du. Oh, wie mein. Okay, naja, mit 2 Jahren Training könntest du es vielleicht schaffen. Bis dann. Und tschüss. Haha, Lusche. Verdammt. Okay, was machen wir denn jetzt? Wir gehen in die kleine Welt und machen ihn platt. Ey, was war denn das? Naja, okay. Ja, doof. Ich würde sagen, wir verlassen den Kurs und machen ihn nochmal. Aber oh, jetzt bin ich ja wieder weit unten. Da, der lacht uns echt aus. Ich glaub's nicht. Na gut. Ja. Ich würde sagen. Ich sage einfach mal, wieso sage ich denn immer, ich würde sagen. Wir gehen einfach mal nochmal rein in die Welt. Und stellen uns vor Koopa und dann beende ich den Part. Das ist eine Lösung und. Oh. Okay, holen jetzt noch eine Beule. Oh, ja. Mann, Mann, Mann. Lacht er uns einfach so aus. Okay, aber wir haben geübt. Wir wissen jetzt, wo es lang geht. Wir sind hier, wie man sieht. Tschu, tschu, tschu. Voll schnell geworden. Ups. Schwupp, schwupp und... Juhu. Können hier rein, so. Und jetzt treten wir gegen ihn an. Aber vorher mache ich diesen blöden Gummal ab platt. Ey, der hat uns ja voll abgelenkt.
So, am besten beide. Komm her. Zack. Münzen nehmen wir auch gerne noch mit. Du auch. Ach komm, dich mach ich so platt. Bam. Oh Gott. Okay, so. Und jetzt stehe ich mich schon bereit hin. So, okay. Und, ah ja, ich wollte ja den Pappen. Naja, na gut, komm, wir schaffen das noch. Los geht's. Gib ihn. Juhu. Okay, wir haben schon einen schönen Vorsprung. Das muss so bleiben. Oh nein, das war nicht so toll. Oh, schnell, schnell, schnell. Bevor Koopa kommt. So, aha, schnell, schnell, schnell. Aufpassen, 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 aufpassen. Oh, ja, 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 ja. Ja, der hat gar keine Chance gegen uns. Und yeah! Wir haben wieder einmal gewonnen. Da ist er ja schon. Okay, der ist echt schnell geworden. Das darf doch nicht alles wirklich nicht wahr sein. Oh Mann, ich habe schon wieder verloren. Dabei habe ich mir extra die neuen Koopa. Was? Koopa Mach 1 Schuhe gekauft. Okay, die sehen aus wie seine alten. Naja, okay. Ich denke, auch dir gehört dieser Stern mal wieder. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und oh, Mario sieht aus. Voll siegessicher. Ja, damit haben wir auch den 95. Powerstern eingesammelt. Ah, so schön. So können wir auch diesen Part ganz in Ruhe beenden. So, okay, speichern einmal. Und ich... Ups, stell mich mal hier so schön hin. Wobei, nee, das ist doof. Ich stelle mich doch hier wirklich hin. Ich beende einmal den Part und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.